Gut, hier hinten haben wir dann bloß noch die Truhe, mal wieder. Warme Stiefel. Die könnten wir uns doch gleich mal ausrüsten, oder? Warme Stiefel. Und da, was sind denn die? Ach, hier. Okay, hier haben wir Gabenabklingzeit 1%, Schaden. Naja, gut. Warme Stiefel bewirken. Resistenz gegen Widrigkeiten 10%. Schaden auf 1, komm. Ja, ist egal, komm. Warme Stiefel sind immer gut. Ich denke, die sind besser. Das nehmen wir mal noch mit. So, und dann nehmen wir erstmal ein Stückchen dahin zu dem, ja, zu unser Aufgabensymbol. Wobei ich denke, wir kommen auf dem Weg dann wieder zurück. Ist erstmal durch den Stein durchgeflogen. Sieht gut aus. So, und zurück möchte ich natürlich noch nicht wirklich. Ich sollte einen wärmeren Ort aufsuchen. Ananu. Ja, gut, so, wobei, so langsam könnten wir wirklich einen wärmeren Ort. Großartiges Wetter für Frostriesen. Ja. Schade nur, dass ich keiner bin. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Na. Wir gehen erstmal hier Richtung Feuerchen. So, und jetzt könnt ihr kommen hier alle von mir aus. Den Hebel letztes Mal nicht gedrückt oder was? Wobei die Dings ja offen war. So, immer alles mitnehmen. Soll das ein Witz sein? Ja, mir ganz schlechter. Irgendwo. Ich werde mich nicht von Niflheims Eis besiegen lassen. Also ich muss sagen, so ab und an, ja, immer dasselbe zu hören, ist dann doch ein bisschen langweilig auf Dauer. Gut, hier geht zurück. Ich würde sagen, wir kontrollieren nochmal die andere Richtung. Also ich weiß, da oben ja auch noch. Mein Eigenblut gefriert zu Eis. Von diesem Totem-Swat. Aber möchte hier erstmal komplett erkunden. Ach, sieht mal. Natürlich komisch, dass wir hier dieselbe Karte nochmal haben. Aber ich denke mal, aufgrund der Aufgabe mit den Wölfen ist es denn natürlich auch nicht mehr so verwunderlich. So, von da sind wir gekommen. Ach, guck mal hier. Hey. So. Eigentlich müssen wir bald mal hier noch Blutpunkte zusammen machen, sag mal. Um, ja, uns aufzuleveln. So. Aber gut, dass wir jetzt wieder zurückrennen. Den ganzen Weg komplett. Schön doof. Nur wegen dem Totem. Wer mich interessiert hat, würde das. Ja. Gut. Ja, ja. Gut, wir gucken einfach weiter. Irgendwann müssen wir ja wenigstens die Innofjabe erfüllt haben. Mal gucken. Als würden die wahren Winde Niflheims hier wüten. Ja. So. Können wir Heilungs mal ins nehmen. So. Rein von der Sache her können wir echt unsere Godpower wieder nutzen, sag mal. Aber, ja. Nee, der kommt auf euch zu. Super, plus 12 Blut.
Schönen guten Morgen, Leute. Du konntest mir nicht mal einen Kratzer versetzen. Na. So, schon. Gut, alles klar. Hallo. Bin gespannt, ob wir später vielleicht auch... So, ja, komm. Yeah! So, wir nehmen natürlich wieder alles mit hier, was wir kriegen können. Und auf jeden Fall auch das Feuerchen. Ja, so schön. Und da haben wir die Schädel, den Steady. Aber eben das eine Totem fehlt uns komischerweise noch. Das steht weg hier. Hm. Oh, hier können wir auch noch ein bisschen was. Siehst du, bevor wir hier dürfen nicht vergessen. Nichts vergessen. Und wo hier, da steht noch ein Totem. Da kommt ein Wolf rum. Tach. Jagd abgeschlossen. Schön. So, wir machen aber trotzdem weiter, wie gesagt. Aber wir werden... Ich glaube nicht, dass wir die finden werden. Das eine fehlende. Also hier ist nur noch eins. Zack, zack, zack. Ich werde mich nicht von Niflheims Eis besiegen lassen. Hm. Hier vielleicht. Hallo? Letzte Mal vergessen. Da musst du schon stärker werden. Warte mal. Nee, da kommen wir nicht ran. Okay, da kommen wir ohne hin. Abgetragener Lederhelm. Ja, nö. Ja. Hm. Also der Ruf bringt im Endeffekt so gut wie Janusz da bei diesen Schattenwölfen. So. Dann haben wir 7 von 10. Dann würde mich immer noch interessieren, wo die anderen sind. Die Abklingzeit von Gaben. Oh, da ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Die nehmen wir uns natürlich mit. So, sehr schön. Hm. Wegweiser. Wir wärmen uns erstmal am Feuerchen. So, wir haben 7 von 10. Wo ist der eine? Die 3. Wir sind ja eigentlich so hier überall jetzt rumgerannt. Hallo? Ist hier noch irgendwas? Nö. Hm, wieso dermaßen übersehen, echt? So, von da unten bin ich ja mehr oder weniger gekommen. Hier auch lang. Dann bin ich hier unten lang gewandert. Ja, hier gibt es auch nix im Endeffekt. Hm. Ja, hier waren wir jetzt auch überall. Also können die ja bloß da unten irgendwo stehen. Aber wo? Wo stehen die drei? Drei fehlen uns noch. Wo sind die? Die möchte ich schon gerne haben. Och, das Jörtun, da fehlen nur noch welche. Hm. Mein Eigenblut gefriert zu Eis. Ach Quatsch. Ach, guck mal, hier haben wir noch so ein Ding vergessen. Das Schöne ist, dass wir jetzt wirklich schön rumrennen können und einfach nur suchen. Wo ist das Ding? Hm. So, da hinten waren wir ja. Hier ist aber auch nichts mehr gewesen. Eine Hütte noch. Hm.
Hier ist immer eine Hütte. Tja, aber kein Totem. Hier stand mal ein Totem, das weiß ich. Hier steht keins. Außer Holz gibt es hier nichts. Den kriegen wir auch nicht kaputt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach weiter eine Runde rum. Irgendwo muss es ja sein. Na, hier ohne. Können wir den noch? Ne, können wir nicht mehr. Ja, dann nehmen wir jetzt hier mal jetzt nochmal rum. Das ist jetzt echt sehr merkwürdig. Oh, guck mal hier. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir hier schon mal waren. Oh, da habe ich noch eins übersehen, Mensch. Ich muss dazu sagen, mir ist gerade ein Stückchen Popcorn runtergefallen und das halten natürlich auch hier oben schnell. Gut, okay, hier jetzt nicht weiter. Aber hier ist ein bisschen was zu wärmen erstmal. So. So, und eigentlich sind wir ja von da unten gekommen. Glaube ich. Zumindest. Möchte ich behaupten. Ja, sieht so aus, weil hier ist ja noch nichts erkundet. Und da können... Als würden die wahren Winde Niflheims hier wüten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die letzten drei Totems sein sollen. Für die Ulfung! So. Also wie gesagt, diese Krähen, die mag ich absolut nicht. So, hier haben wir schon mal eh. Ja, geht doch los. Solange wie nur ein Finger ist, mein Gott. Dieser Ort birgt großartiges Wetter für Frostriesen. Schade nur, dass ich keiner bin. Ich muss auch wirklich sagen, das ist echt nervig mit den Krähen hier. Die Krähen sind wirklich... Sag mal. Hallo. So. So. Yeah. Also so eine Metzel mag ich ja eigentlich. So, aber wo ist im Endeffekt, wie gesagt, die... Ach komm, je. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Krähen. Das ist ja... An diesem Ort spüre ich, wie das Herz in meiner Brust gefriert. Na, siehst du. So, haben wir sie jetzt alle? Eigentlich müssten wir sie jetzt alle haben. Ja, die Hebel haben wir jetzt auch alle. Oh, ne, da ist noch einer. Komm. Komm, stürz dich auf mich. Oh, die ist nervig hier, komm. Also manchmal, wirklich. Hallo und tschüss. So, oh, ich hasse. Klick mal da, eine Falle. So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen aufräumen. So, und hier. Gibt hier irgendwelche Totems? Ich sehe. So, ja. Oh, hier ist noch eins. So, 9 von 10. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob wir die 10 von 10 hinkriegen. Also... Ich glaube noch nicht wirklich dran. Meine Finger fühlen sich taub an. Ja, ja, noch. Außerdem ist er gerade mal bei der Hälfte. Das warme Stiefel an, also von daher.
Alles gut. Oh, Eisen. So, die Wolfsmission haben wir ja eh schon geschafft. Ja, siehst du. So. Guck mal, was aufräumen wir da hier. Yeah. Also diese kurzen Sequenzen ab und zu sind echt gut. Die sind schön. Die fallen mir sehr gut. Könnten ein bisschen öfter sein. Aber leider ist... Ja. Doch ein bisschen zu selten. Gut, okay, wir haben 10 von 10. Zack. Und der letzte Jötune muss ja eigentlich hier unten dann irgendwo rum oxidieren. Weiter. Hallo. So. Hallo. So, ja. Im Endeffekt haben wir hier alles erledigt. Wir sind durch. Können wir ja eigentlich auch jetzt zurück zum Boot gehen. Oder war das hier in die Richtung? Ich glaube, das war in die Richtung, ne? Dass da das Boot war oder so. Kehre über das Menü ins Dorf zurück. Achso. Kann ich hier nicht noch irgendwas machen? Vielleicht gibt ja hier noch was zu finden. Nö. Auf jeden Fall ist da ein Feuer, wo ich mir rankomme. Das ist ja sehr schlecht. Na gut, über das Menü gab Charakter Statistiken. Wie denn? So, zurück zum Dorf. Alles klar. Aktuellen Fortschritt geht verloren. Fortfahren? Hä? Ja. Wir machen jetzt einfach mal ja. Jetzt bin ich ja gespannt. Eigentlich, ja. So. Ja. Können wir hier erstmal... Ah, ne, können wir nicht. Dafür brauchen wir noch ein bisschen. Greife das Dorf an. Nö. Hm. Jage Wölfe. Wenn das große Eis naht, werden die Wölfe mutiger. Das hat doch eben gemacht. Ja, na gut. Egal. Dann machen wir die Mission eben nochmal. Scheiß drauf. War schön. Wir wissen ja jetzt, wo die ganzen Dinger sind. Und wo gehen wir hin? Wen? Wir gehen. Ja, deswegen. Gut, wir gehen hier hin. Und damit sage ich schön mit Ö, euer Kortax. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Vikings Wolves of Midgard.